ist lackiert. Und jetzt müssen wir ans Zusammenschrauben gehen. Motor und Rahmen sind schon mal verheiratet, das ist gut. Und auch ein Ölkühler ist für den Motor vorhanden. Ansaugstutzen, Anlasser auch okay. Den Schalthebel habe ich gerade vernichtet, also virtuell in dem Papierkorb heißt das bei uns. Da liegen noch viele andere Sachen drin, weil er einfach krumm und schief ist und nur mit schwarzer Farbe angejaucht. Die Motorhalterung vorne und hinten sind vorhanden. Gabelbrücken haben wir auch. Lenkerflacher kommen neu. Wir haben eine Telegabel in Stücken. Dort fehlen die Gabelfedern, Gabelgleitbuchsen, die es leider bei Suzuki nicht mehr gibt. Da werden wir eine Ersatzgabel auseinandernehmen müssen. Und dann können wir die Gabel einbauen. Das Vorderrad ist gerade beim Einspeichen. Und die Frage ist dann auch, welcher Kotflügel vorne rein soll, auch Gabelstabilisator noch. An der Hinterachse ist es so, dass kein Hebelsystem vorhanden ist und eine Schwinge von der DR650, die gucken wir uns gleich nochmal an. Es fehlt ein Federbein und das wäre, achso, und die Hinterradbremse muss mit, die Radnabe ist angeliefert, dort speichern wir gerade das Rad ein, dann muss zur Hinterrad zum Hinterrad dazu ein Kettenradträger samt Gummis für den Kettenradträger. Eine Steckachse passend haben wir da. Dann brauchen wir die Distanzbuchsen. Wir haben einen Gegenhalter für die Bremszange schon selbst jetzt aussortiert und auch eine hintere Bremszange, Bremsleitung hinten. Bremsleitung vorne muss auch. Vorne die Bremse ist da. Aber es fehlt, also die Bremsleitung ist nicht mehr zu verwenden, die Bremse muss komplett aufgearbeitet werden, die ist fest. Es fehlen die Fahrer- und Sozius-Fußrasten links und rechts. Das Fußbremspedal ist nicht verwendbar, weil es komplett verbogen ist. Das wäre grob erstmal das Fahrwerk. Beim Motor hatten wir gesagt, Flachschiebervergaser, HRT, Airbox und Batterie. Damit haben wir auch das Problem geklärt, der fehlenden Airbox. Und das können wir so zusammenschrauben. Es fehlt der Innenkotflügel, der hier hinten normalerweise reinkommt, samt Spritzlappen. Und es fehlt am hinteren Teil der hintere Hilfsrahmen, wo der Kennzeichenträger angebaut ist. Es fehlt der Gepäckträger und auch eine Sitzbank ist nicht vorhanden. Was haben wir noch? Jetzt muss ich mich mal selber konzentrieren. Der Kabelbaum wird neu hergestellt. Teile für den Kabelbaum sind soweit da. CDI, Regler, Anlasserrelais werden wir wahrscheinlich ersetzen, weil verrostet. Und Lenkerschalter müssen wir uns angucken, wie wir die aufarbeiten können. Ansonsten ist der Kabelbaum mehr oder weniger hin. Gut, dann brauchen wir, dann hätten wir Elektrik, dann brauchen wir natürlich einen Lenker. Eine Kupplungshebelarmatur ist nicht vorhanden. Dekohebelarmatur ist vorhanden. Bremshebelarmatur ist vorhanden. Spiegel sind nicht vorhanden. Der Tachometer kann nicht mehr verwendet werden, weil 21 Zoll ist die Abstimmung und wir fahren jetzt mit 17 Zoll Supermotorrädern rum. Dort muss ein elektronischer Tacho verbaut werden. Ein vorderer Hilfsrahmen existiert auch nicht. Wir würden in dem Fall den HRT-Tower nehmen, um die Sache zu vereinfachen und die Kosten mit einem Hilfsrahmen gebraucht, Strahlen, Pulverbeschichten nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Außerdem ist es dann auch einfach optimaler für den Tacho, den wir dann im Cockpit befestigen können. Das bedeutet aber auch, wir werden nicht die weiße Haube am Schnabel verwenden und auch nicht die kleine Scheibe, weil das mit dem HRT-Tower nicht passt.
Sitzbank haben wir eine gebrauchte, die muss dann noch aufgearbeitet werden, müssen wir noch über die Farbe reden. Es fehlen Blinker, Rücklicht, Blinkrelais, Bremslichtschalter vorne und hinten und Seitenständer sehe ich gerade noch, ist vorhanden, fehlen die Seitenständer, Federn, Schraube und ja, Fußrasten hatte ich schon gesagt. Es fehlt außerdem Motorschutz und beinahe natürlich alle Fahrwerksschrauben, die wir sowieso neu ersetzen.